Ich habe es relativ früh, habe ich es gemerkt. Das war so vierte Klasse, sogar früher. Da hat es halt so ein bisschen angefangen, dass ich das Gefährte, mich selber verletzen zu müssen. Ich habe ziemlich viel abgenommen und dann war das auch so, dass ich ziemlich oft müde war. Ich wollte mich auch ziemlich oft umbringen, habe Abschiedsbriefe geschrieben, habe es auch versucht durch viele verschiedene Methoden, durch Aufschneiden, durch Tabletten oder wollte auch schon oft von irgendwelchen Sachen springen oder mich auch vor den Zug legen. Mein Name ist Stefan Lüttke, ich bin Kinder- und Jugendpsychologe an der Universität Tübingen und forsche vor allem zu den Ursachen von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche zeigen Symptome, die Erwachsene so nicht haben, also vor allem Gereiztheit, dann Schlafstörungen, die haben wir zwar im Erwachsenenalter auch, aber in der Pubertät hat man eh Schlafstörungen, das heißt, man kann es leicht verwechseln, sagen, okay, ist wahrscheinlich die Pubertät, dabei ist es vielleicht eine Depression beispielsweise. Oder Bauchschmerzen, ein ganz klassisches Symptom halt auch, was man so bei einer klassischen Erwachsenendepression jetzt nicht haben würde. Also als ich depressiv wurde, habe ich mein Handy gar nicht so oft benutzt. Also es gab Tage, da wollte ich es nicht sehen. Und wenn ich dann WhatsApp benutzt habe, dann war es maximal eine Stunde am Tag. Also wir wissen aus Studien mit Erwachsenen beispielsweise, dass man da zeigen kann, dass Depressive halt das Handy weniger nutzen. Und im Jugendalter und Kindesalter fehlt sowas aber noch. Das heißt, unser Gedanke war, da einzusteigen und zu gucken halt, gibt es wirklich Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen mit einer Depression, was die Handynutzung angeht, was WhatsApp-Nutzung angeht und Kindern und Jugendlichen, die keine Depression haben. Was wir auch wissen, ist, dass wenn man die Sprache sich anschaut, dass wenn man in einer Depression ist, häufiger Wörter wie ich oder mein verwendet. Und wenn man dann aus der Depression rauskommt, wieder andere Wörter verwendet, auch viel weniger negative Wörter halt natürlich, wenn man gesund halt ist. Und das wollen wir auch mit einbeziehen in unserer Studie. Es ist so, dass 70% der Kinder und Jugendliche so innerhalb von 2 bis 7 Jahren einen Rückfall bekommen werden halt. Insgesamt ist so, dass 2/3 eine chronische Depression entwickeln und immer wieder Rückfälle haben. Das ist das große Problem. Das heißt, wenn man eine hatte im 13. oder 14. Lebensjahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man leider immer wieder welche kriegen wird, auch im Erwachsenenalter. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man früh anfängt einzugreifen. Das ist unser Problem, dass wir da relativ schwer rankommen. Also, du darfst dir die Bilder anschauen und deine Aufgabe ist es einfach zu entscheiden, welches von diesen 6 Bildern nicht zu den anderen passt. Okay. Stimmt. Das war schnell. Der Gedanke ist, dass wir bei denjenigen, die schon mal eine Depression haben, dass die dann die App bekommen, um letztendlich zu verhindern, dass sie die nächste kriegen würde. Wenn man zum Beispiel die 3. Episode hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die 4. bekommt, schon bei 90%. Und das ist das große Problem. Also entscheidend ist, dass man nach der ersten depressiven Episode eingreift und wirklich die nächsten verhindert. Und das ist der Gedanke von diesem Frühwarnsystem.